Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Schuckibanucki Daily, heute am 28. April, hier aus dem Studio live vorgetragen von Sascha the Big Man Ehlert und Pujan Schabowski, die Nummer 1. Schabowski? Ja. Ja, genau. Heute ist der 28. April und wer hat heute Geburtstag? Wer? Robin Schulz! Nee. Kennst du den? Ajo, der hat Musik gemacht. Ja, der macht Musik. Mach mal hier Robin Schulz. Ja. Zack, so sieht er aus, mit Brille und mit Kapuze. Also eigentlich könnte es jeder sein. Ja, im Prinzip ist es egal jetzt gerade, ne? Das ist ein doofes Bild. Was aber hat er so gemacht? Musemäßig? Ja, warte mal, ich muss mal gucken. Waves, Prayer in Sea and Sun Goes Down. Das hat er gemacht. Na, hervorragend. Das Album Prayer. 28. April, auch ein sehr bedeutendes Datum. Und zwar 1923 wurde das Wembley Stadion in London eröffnet. Ach. Und es fand dieses das Cup-Finale zwischen West Ham United und dem Bolton Wanderers statt. Weltweite Bekanntheit erlangte das Stadion, aber durch das Finale der Fußball-Weltmeisterschaft 1996, in dem das legendäre Wembley-Tor fiel. Ja. Der brasilianische Weltfußballer Pelé bezeichnet Wembley in Bezug auf dessen Bedeutung für den internationalen Fußball als Kathedrale, Hauptstadt und Herz des Fußballs. Nee. Der Pelé ist ja auch, ein Philosoph. Und ein filigraner Fußball-Fetischist. Genau. Am 28. April 1789 brach auch die Meuterei auf der Bounty aus. Ja, also nicht nur der Film kam in die Kinos, nein, nicht am 28. April, sondern 1789 war diese Meuterei tatsächlich. Meuterei auf der Bounty. Genau. Hier sehen wir einen Ausschnitt aus dem Kinofilm. Marlon Brando war doch der Chefmeuterer. Der Marlon Brando war der Chefmeuterer, genau. Der ist aber gar nicht auf dem Bild drauf. Ja, der ist halt nicht auf dem Bild drauf, aber es gibt halt den Film wieder. Was willst du denn von mir? Das finde ich geil. Früher, als Filme gemacht wurden, da hat so ein bisschen rote Farbe auf dem Hemd gereicht, um Schwerverletzungen nachzubilden. Ja, auf jeden Fall. Die Meuterei auf der Bounty war am 28. April 1789. Okay. Und was ist da genau passiert? Ja, die haben halt gemeutert. Auf dem englischen Schiff. Und eigentlich hatten die vor, auf einer Expedition in die Südsee aufzubrechen, um Stecklinge des Brotfruchtbaumes aus Tahiti zu den Antillen zu bringen. Okay. Warum? Man war es nicht, genau. Man war es überhaupt nichts. Genau. Ja. Am 28. April 1738. Ah, ein bisschen früher sogar. Spricht in der päpstlichen Bulle Clemens der XII. Oder er rechnet mit der Freimaurerei ab und spricht ein Verbot aus. Freimaurer, not good. Sagt er. Auf Italienisch. Die Freimaurerei, auch königliche Kunst genannt, versteht sich als ethischer Bund freier Menschen mit der Überzeugung, dass die ständige Arbeit an sich selbst zu einem menschlicheren Verhalten führt. Die fünf Grundideale der Freimaurerei sind Freiheit, Gerechtigkeit, Brüderlichkeit, Toleranz und Humanität. Nee. Sie sollten durch die praktische Einübung im Alltag gelebt werden. Die Freimaurer organisieren sich in sogenannten Logen. Und du wirst nie glauben, wer so dazugehört. Nee. Also, da gibt es ein paar richtig coole. Wolfgang Amadeus Mozart. Hä? Buzz Aldrin. Buzz Aldrin war doch der Zweite auf dem Mond. Richtig. Ha! Winston Churchill. Das war doch der Dritte auf dem Mond. Auch ein Freimaurer. Und John Wayne. John Wayne? Der ist den Mond geflogen. Der ist was? Der ist den Mond geflogen. Den Mond geflogen? Ja. An sich, den Mond an sich selbst. Genau. Den hat John Wayne kennst du, oder? Ja, John Wayne, das war der Galopp, Galopp, Galopp. Der Cowboy-Darsteller. Genau, Freimaurer. Und die gibt es bis heute noch. Echt? Und unglaublich viele Berühmtheiten aus Film und Fernsehen, Politik, Wissenschaft und so weiter und so fort gehören oder gehörten dieser Freimaurerei an. Und finde ich interessant. Das war am 28. April? Am 28. April 1738. Knaller. Aber sowas war. Jetzt könnt ihr natürlich ganz viel über den 28. April erzählen. Ja? Oder über die Freimaurer.
Über die Freimaurer natürlich auch, ist klar. Oder über die Bounty. Wenn ihr mehr über den 29. April erfahren wollt, dann müsst ihr morgen einschalten. Da bist du nicht dabei. Bei Shoki Banoki, Daily, deine Tagesdosis Angeberwissen. Ich sag Cheerio, Miss Sophie. Wir sehen uns bestimmt morgen.